Hallöchen, ihr der Nalefeer und willkommen zurück bei Borderlands, der Game of the Year Enhanced Edition mit dem lieben Monster McTommy im Koop. Hallöchen. Ja, wo es jetzt heute heißt, Nine Toes das Arschloch erweitern, dezent auf zwei Footballfelder groß. Und ich würde sagen, wir gehen rein und machen das mal. So. Genau. Skak. Gully. Gully, genau. So. Das ist ja ein Riesenvieh. Das heißt, hier kann man Drogen kaufen und Granaten, das wird gut werden. Hier gibt's eine Munitionskiste. Liegt auch Scharfschützenmunition, falls du die benötigst. Ist das die ganze Map hier? Oh, da haben wir ja nichts vor uns. Was haben wir hier drin? Granaten, Schrot und. Ah, mir fehlt eine Granate. Jetzt habe ich wieder drei. Ich lass dich einfach mal schießen, ne? Ich schieß die an, du machst den Rest. So, aber. So, aber Teilung. Ja, ich bin quasi dein Schutzwall. Alter, bin ich erschrocken. Ab und zu kommt trotzdem einer los. Ja, ich lade nach. Ich bin eine Mauer mit Lücken. Ach komm. Wow. Okay, ist ein Welpe. So. Ich weiß nicht, was das für Knochen sind. Das ist ja ein Riesenvieh. Ja, aber mit dem Schädel. So halb verdaut ausgeschissen. Ein Träumchen. Links oder rechts? Kritisch. Shit, den hau ich mal so um. Oh, jetzt hinter dem Stein, ey, leck mich. Oh, da muss ich mich echt dran gewöhnen, hey. Plötzlich auftauchende Felsen und so eine Scheiße. Das ist furchtbar. Ist der gerade bei dir aufgeblockt? Nee, der war da, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Weißt du auch, meine Wahrnehmung ist in so Dingen immer sehr beschränkt. Deswegen spiele ich Sniper. Ja, du siehst halt nur das, was du durch dein Zielfernrohr siehst. Ja. Na, hallo. Beschränkte Sicht. Was haben wir denn hier? Wow! Das sind schlechtere Waffen als die, die ich schon trage. Hier liegt ein Scharfschützengewehr. Was? Wie? Wo? Ach, da hinten? Möchtest du diese Pistole haben? Oh Gott, ich könnte mir vielleicht auch mal Pistole zulegen, ne? Ladyfinger. Nee, der macht ja voll wenig Schaden. Was haben wir hier? Das ist eine Schrotflinte, aber die ist vom Schaden her schlechter als die meine. Nee, ich bleib beim Sniper erstmal. Dann nehme ich mal die Pistole hier. Mach das mal. Wahrscheinlich ist es ein Fehler. Ich wieder einen Revolver mit Ziefern, oder? Der lebt auch noch. Lade nach. So. Yep. Sehr schön. Medikit gefunden! Ja! Zweimal kritisch ist einmal tot. Aber hallo. Deine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Was habe ich denn hier? Ein explosive gummierte. Was? Explosive gummierte? Ausrüsten, um Gummigranaten zu werfen. Würde ich mal nehmen, ne? Ja, mach mal. Was ein Lacher. Wow, da vorne steht einer. Ich lock den mal an. Ich sehe nur hinter ihm meine Schüsse aufballen, meine Projektile. Was haben wir denn hier? Oh, ein Maschinengewehr. Ja, das
Es ist besser als ich Rohflinte. Attacke! Shit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hat, aber eine Streuung, du! Und ich habe keine Munition mehr dafür. Ja. Ich lade nach. Warte mal, da hinten ist noch einer. Was liegt denn hier? Diese Lache. Hat's wehgetan? Ja, aber hallo. Oh Mann. Guck mal, hier ist Munition für dich. Guck mal, hier ist Munition für dein Maschinengewehr. Stumm, 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 stumm. Ja, perfekt. Combat Rifle Money. Was wieder? 126 Schuss. Das ist gut. Die werden wir brauchen. Vor. Ach so, ja. Ah, es war so nach hinten. Kein Zurückweg. Ne? Mal hopp. Ja. Hast dir den Falschen ausgesucht? Ja, wir sind hier, um eine Anal-Untersuchung durchzuführen. Was wolltest du bei ihm machen? Das Arschloch erweitern. Stimmt. Halten diese Hunde mehr aus als er? Oh. Ja, nimm dir. Gönn ich mir, ja. Ja, aber hallo. So, da ist eine blaue Pistole. Ja. Wo ist denn da noch einer? Ach, da. Ist da noch einer? Nice. Eine lilane Pistole. Diese Pistole macht Feuerschaden, ne? So, was haben wir hier? Und wir haben unser erstes Level Up. Wir haben unsere Fähigkeiten. Ja. Was ist das? Das müssen wir, glaube ich, noch speichern. Punkt ausgeht. Aber das Ding ist schlechter als das, was ich habe. Okay, dann lasse ich es mal liegen. Das ist viel besser als meine Sachen. Okay. Hier oben sind noch Spinde. Da ist eine Pistole noch drin. Hopp. Die würde ich sogar nehmen. So, wie könnte ich jetzt meine Skillpunkte eigentlich? Neben deinem Inventar, an dem Register daneben. Stimmt. Okay, also. Kann ich den Hulk rauslassen? So, was hab ich denn hier? Bloodwing. Erhalte die Fähigkeit, deinen Bloodwing loszuschicken, um einen Feind anzugreifen und danach wieder zu dir zurückzukehren. So, hast du es jetzt? Dezent ausrasten. Wunderbar. Es hat mich gejuckt und da flog irgendwo noch eine Mücke rum. F und den Action Skill einzusetzen. Okay, also F. Gut. Wo geht's denn hier raus? Weil da, wo wir reingekommen sind, kommen wir leider nicht mal hoch. Echt nicht? Das war, glaube ich, so eine Stelle, wenn du da runterhüpfst. Ah. Das hat einen Aufzug. Danke. Tschüss. Ich hätte mich mal drunter stellen sollen. So. Na dann wieder zurück. Aber Schnellreise gab's nicht, oder? Oder konnten wir schnell reisen? Ich glaube zu den Checkpointen, oder? Oder nur von Checkpoint zu Checkpoint? Nee. 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 Also laufen. Ja. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich aufzulenken, aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Wie du beobachtest? Okay.
okay. Ja, ist in Ordnung. Baby. Oh, ich habe einen besseren Schild aufgenommen. Was ist das? Schilde. 89 zu 14. Ja. Komm her! Ich klopp die! Komm her! Das ist wie so fucking Stein im Weg. Klopp die gerade kaputt? Alter, komm her! Nächste bitte. Irgendwo ist bei dir einer, ja? So. Okay. Das Gebiet ist auch sauber. So, warte mal, probiere ich mal meinen Falken hier aus. Oh Gott, nee. Ja, kannst du. Mach. Oh Gott. Gestorben bin, weil ich dachte, so jetzt sind alle Gegner weg und dann kommt einfach irgendwas von oben an. Damit rechnest du ja manchmal wirklich nicht. Die gab es auch, die Kackviecher, ja, ich erinnere wie mich. Wie groß die Dinger sind, ne? Ja, hallo. Die Streuung ist doch. Och. Ist doch nicht. Also ist da noch jemand? Ein Viech. Ja. Das gibt's doch hier nicht. Irgendwas kommt von da oben. Okay. Also, solange sie nicht kommen, ist ja. Hier ist ein Scharfschützengewehr rausgeploppt. 107 Schaden. Was? Ich komme. An diesen Knochenhaufen. Zielgenauigkeit 97,4 und Feuerrate ist nur 0,3. Oh, da kommt der jetzt nicht hoch, der Lurch. Ich glaub's ja nicht. Muss halt ganz außen rum. Außen rum, hey. Muss die ganzen Gegner wieder besiegen. Na? So. So, nur jetzt? Hier drüben! Oh, next level! Ist schon level up, echt? Direkt bei meiner Position befindet sich diese Waffe. Was nehme ich denn? Steigert die maximale Gesundheit, steigert die Stärke deines Schildes, steigert die zugefügten Explosionsschaden, steigert die Nachladegeschwindigkeit. Ist eigentlich alles. Also, ich kann eigentlich. Alles gebrauchen. So, wo ist das Sniper? Yeah. Nächstes Level, cool. Oh ja. Feuerrate ein bisschen weniger. Was, so, was rennt denn da noch um? Sniper Rifle Schaden oder weniger zittern? Ich glaube, die Genauigkeit nehme ich erstmal mit. Karte zeigt mir zwar einen Gegner. Ah, da. Bams. Oh, es macht auch schön Rums hier. Bricht das Gewehr, während ich schieße? Wurden da Tonaufnahmen verwendet? Ich könnte schwören, ich höre irgendjemand immer reden, wenn ich einen abfall. Wenn du was machst? Wenn ich schieße. So, warte mal, jetzt laufen wir gerade planlos rum. Wir müssen wieder zurück hier, ne? Ja, wir mussten so. Da runter, wo du runtergehüpft bist. Genau, hier entlang. Ich schieße mit einer Fladov. Russischem Geld. So.
Und was hast du so für einen Waffenhersteller? Oh, hinter dir. Achtung. Alter, eine Pistole ist eine S und S. Ich? Siehst du auch, wenn du die Waffe wechselst? Ich habe eine DVL Solid Thunder. Ja, cool. Schlägt ein wie der Donner. Ja, hallo. Nur nicht wieder Blitz, wa? So. Hier können wir schnell Reise machen. Aber ich weiß gar nicht, wo unser Ziel ist. Das ist ja nicht weit weg, ne? Wir müssen wieder zurück. Müssen wir zu dem in die Fire-Dingsbums? Ne, das sind alles Ziele, wo wir noch nie waren. Das kommt ja noch. Okay, dann zu Fuß. Die haben wir nur freigeschaltet, weil wir die Game of the Year Edition haben. Oder die Enhanced. Die Enhanced. Ja, also in Jung. Dieses englisch geschriebene Wort hier. So, warte mal, jetzt muss ich unbedingt hier mal meinen Viech ausprobieren. Warte mal. Oder auch nicht. Hast du? Nein, habe ich nicht. Du musst auf den Zieren und dann nicht LB, das muss ja echt. Ich weiß nicht, ob ich zielen und F drücken muss. Oder ob ich einfach nur F drücken muss. Also unten links neben der Fähigkeit steht die Taste. Zumindest bei mir. Genau. Yeah. Cool. Ziehst den Vogel aus dem Arsch und wirfst ihn auf den Gegner. Das finde ich, sehr ordinär. Weil, rektale Schambehaarung, da kannst du, hast du mehr Aerodynamik. Das ist so. Deswegen bucke ich den Vogel immer. Danke. Okay. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Aua! Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Du darfst vorlesen. Danke. So. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Alles gut. Okay. Was? Wer ist da? Oh, du schon wieder. Hast es also wirklich durchgezogen? Das wird sein Boss Sledge sicher gar nicht gefallen. Ach, wenn doch nur meine Frau hier wäre. Wie war doch gleich ihr Name? So einsam. Sie ist genauso gut weg wie dein Bein. Hallo. Nein, Toast, es wird eingesackt. Nein, Toast ist tot. Gute Arbeit. Aber ich werde dich dafür mit Sicherheit nicht bezahlen. Du solltest nach Firestone zu Zed zurückkehren. Er sollte dich bezahlen. Dafür, dass du seinen Arsch gerettet hast. Was gibt voll die Mörder-EP hier auch? 2000 plus? Alter, ich sehe so richtig, ich ziele auf das Vieh und sehe dahinter die Patronen einschlagen. Ich habe es gerade durch meinen Sniper gesehen, es sah sehr gut aus. Und ich hatte den in der Mitte meines Visieres, weil ich habe auch so einen Ringpunkt auf meinem Sturmgewehr. Was willst du erwarten? Es hat nur Flado. So, also dann... Rein zu Was sagt man dazu? Du hast Nein Toss gekillt. Du solltest mir einen Drink besorgen, damit wir das feiern können. Sieh auf dem schwarzen Brett nach, ob sonst noch einer einen Job für dich hat. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Du hast Nine Toes erledigt und Firestone einem großen Dienst erwiesen. Die Belohnung hast du dir wirklich verdient. Leider war er nur ein Rädchen in ihrer Maschine. Das eigentliche Problem ist sein Boss. Sledge. Alter. Explosive Mirf. Okay. Schätze, wirst Pandora ganz schön aufmischen. Wenn du mehr Arbeit suchst, informiere dich am schwarzen Brett. Okay. Du weißt, ich hab dich. Wenn du den verwendest, werden deine Protean-Granaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Achte immer auf verschiedene neue Granatenmods, um in
Wie mache ich das? Ach, je. Ach, ja gut. Ja, Sie sind auch schon ein bisschen müde, hm? Ja. Hast du die Kammer noch nicht gefunden? Halt die Schnauze. Informier dich am schwarzen Brett in Firestone über die nächste Aufgabe. Du hast das schwarze Brett gefunden. Es enthält verschiedene Aufgaben, die du für Belohnung und Gegenbezahlung erledigen kannst. Komm ab und zu vorbei und überprüfe das Brett, denn es wird ständig aktualisiert. Ja, machen wir das doch mal. Jobsuche. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Level, weil irgendwann hast du tatsächlich alle Aufgaben an einem Brett abgeschlossen. Und dann kannst du die anderen Bretter abklappen. Okay, machen wir mal hier Catch Rides. Hey, hier spricht Scooter. Wenn es sich irgendwo da draußen in... Wenn es sich irgendwo da draußen in Firestone gibt, solltest du es mit meinem Catch a Ride versuchen. Du findest mich gleich südlich der Stadt. Es ist schon seit Monaten nichts mehr los und ich bezweifle, dass es mit Nine Toes und den anderen Banditen im Anmarsch überhaupt noch funktioniert. Okay, Schwierigkeit hart. Dann TK hat weitere Arbeit. Hey Fremder, solltest du noch unter den Lebenden wandeln, wartet Arbeit auf dich. Komm vorbei und ich erkläre es dir. Schwierigkeit schwer. Als du angefangen hast, das abzulesen, hattest du da irgendwie was im Hals stecken? Oder? Ja, irgend so mein Vogel. Das Catch a Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wer schön sich darum kümmern könnte. Das System nicht um meine Mutter. Geht ums Gagnis, du verstehst schon. Ja. Ja, die Mutti. Natürlich. Na dann biegen wir die Mutti mal gerade, hä? Hast du beides jetzt angenommen oder nur das eine? Beides. Das muss ich nämlich zusätzlich nehmen. Alter, ey. Mit 620 ist der zerplatzt, hey. Mega. Also machen wir es so, wir nehmen immer alle Missionen an, sofern da mehrere Missionen sind. Ja. Und renne ich tausendmal hin und her. Guck mal, was hier liegt. Guck mal. Da liegt bei mir ein Pilz. Hier ist ein. Ja, hier liegen Fleischstückchen. Den habe ich voll zerfetzt hier mit dem Crit. 600 Schaden, hey. Vier Fleischstückchen, da liegt kein ganzer Körper. Krass, der ist zersplattert, hey. Mega. Okay, dann. Wir müssen ja darüber. Stimmt. TK Baha. Aber es ist eine schwere Mission, ne? Ja, ne? Also mit dem zu reden ist extrem warum kommst schwer. Du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Okay. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Schön, dich zu sehen. Seit dem Tod meiner Frau kommen nur selten Besucher vorbei. Wahrscheinlich bist du sogar mein bester Freund. Also, Freund, ich habe eine weitere Aufgabe für jemand Talentierteres wie dich. Oder Talentiertes wie dich. Catch a ride. Oh, es gibt einen Snipper hier als Belohnung. Cool. Sammle 8 Klingenblumensamen und kehre zu TK Baha zurück. Wenn ich nicht schnellstmöglich mein Gemüse pflanze, werde ich den Winter nicht überleben. Mir ist allerdings der Klingenblumensamen ausgegangen. Ich habe keinen Nachschub gebunkert, seit ich Skag Gully geschlossen habe. In den Höhlen dort wachsen die Pflanzen richtig gut. Die Skag-Kotze ist ein prima Dünger. Wenn du für mich dein Leben und deine Körperhygiene riskierst, bekommst du eine Belohnung. Level 9. Also, okay. Wieder da rein. Wer Windset, aber der hat noch was, ne? TK für Leib und Leben. Muss eine Prothese holen, okay. Ich war mal genau so ehrgeizig wie du, bis mir ein Skag namens Scar das Bein abgerissen hat. Ich habe ihm das Auge ausgestochen, konnte ihn jedoch nicht töten. Dr. Zed hat mir eine Prothese verpasst und ich habe es nochmal versucht, aber Scar hat sich auch die geschnappt. Hat das Ding einfach sauber abgerissen. Mann, ich konnte mich kaum nach Hause schleppen. Ich hoffe, du kannst mir mein Bein wieder beschaffen. Auf dich wartet auch ein ganz besonderes Geschenk. Gut, machen wir die doch erstmal, oder? Also wieder in diesem Gebiet? Genau. Gerne. Ja, wir sehen uns später. Sie brauchen sich. Ich weiß nicht, ob der sich bei dir auch wiederholt hat. Nee, der hat gerade die Schnauze gehalten, ganz brav. Okay. Die lassen wir stehen, die Jungs da unten? Ja, ne? Warte. Das tut's auch. 2 Erfahrungspunkte. Ja, eben deswegen. Das ist Munitionsverschwendung. Die verfolgen uns jetzt. Egal, wir gehen hier rein. Gutes. So. Bumm. 4 Erfahrungspunkte. Aber ich habe auch 2 erwischt. Gut. Na, dann drück mal drauf aufs Knöpfchen.
Gag Gully. Und wie heißt der Scar? Scar. Und da ist noch eine Quest. Alter, so viele Sachen. Oder was ist das hier? Das ist, glaube ich, diese Vögelabschied, ne? Schwarzes Brett, Firestone. Finde zwei weitere Daten, schreibe an Skag Gully. Du hast einen ramponierten Datenschreiber gefunden, den die Banditen fallen gelassen haben. Die Daten sind beschädigt und unbrauchbar, aber es könnte noch andere Geräte wie den in Skag Gully geben. Suche nach zusätzlichen Beweisen und bringe jeden, den du finden kannst, zum schwarzen Brett in Firestone. Laut und deutlich. Verstanden. So ist die Sache. Darf ich mich verarscht fühlen von diesem Gewehr? Sag mal. Ich muss nachladen. So. Granaten so geil. Boom. Ja. Okay. Sauber. Also wir müssen jetzt vorhin. Wir müssen nach da. Also ja, ne? 86 Meter da drüben, aber da müssen wir irgendwie hoch. Ja, hier geht's runter. Aber wir müssen da rechts hoch. Ja, das geht da rechts rum. Ja, genau. Ne, da links. Schau mal, da sind so diese Plattformen. Aber die ist hochgefahren. Guck mal. Du kommst gar nicht hoch. Aber da ist auch ein. Aber da geht's ja auch noch irgendwie hoch. Dann müssen wir rechts rum hoch. Aber links geht's nicht, weil da die Plattform hochgeklappt ist. Viel gut. Oh, Spucker. Kopfen die einen an. Level up. Was? Steigen wir nicht mehr gleich auf? Ich glaube nicht. Was das für Musik? Echt jetzt? Oh Gott, also. Das ist ja furchtbar. So, warte mal, ich level kurz. Muss ich mich jetzt aber ins Zeug legen? Du schießt nämlich. Du machst viel öfter die Kills. Steigst du immer viel schneller auf. Muss ich mal ein bisschen hier vor pushen. Aber das auch. War das schon immer so? Dass derjenige, der die Kills macht, mehr EP bekommt? Ich krieg gerade pro Kill 64 Erfahrungspunkte. 88 bei dem Spucker. Wie viel bekommst du denn, wenn ich einen Kill mache, aber ich, du auch mit drauf geschossen hast? Ich achte gerade gar nicht drauf. Warte mal, warte mal. Oh Gott. Ach du Scheiße. Next Level für mich. Glückwunsch. So, wo sind die Viecher? Ey, ich hasse die. Ja, also schön. So, warte mal, da hinten. Medikit. Das ist was Blaues. Ja. Granatenschaden. Ich bin jetzt Stufe 7. Ich kann jetzt meine Klebgranate, also meine Modifikation draufhauen. Okay, da hinten ist der. Hinten ist Scar. Soll ich den mal. Den kannst du gerne, ja. Anschießen. Warte mal, hier unten ist noch jemand. Ich kann alleine machen, ich stelle mich mal da hinten hin. Warte mal. Wieso kommt. Alter, die kommen da hoch. Oh, das ist ja heftig. Klar, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. So. Ich bin hier oben. Ich würde sagen, du schießt von hier oben. Von meiner Position hast du eine gute. Ja, du hast noch. Da kommt noch jemand. Ja, ich weiß. Oder? So. Ja, ich komme. Eliminiert.
Und ich lass gleich den Berserker raus und klopp den da fertig, ne? Warte, ich würde aber erstmal. Hinter mir. Hat er mir jetzt meinen kompletten Schild weggezockt? Warte mal, ich gehe nochmal hier was höher, wenn das geht. Da kommt noch einer. Ja, wo kommen die denn her? Ja, ich achte gar nicht so auf die Karte. Das sollte ich mal mehr machen. So, ich würde erstmal meinen Vögelchen drauf pimmeln. Ja. Oder sollen wir erst den spuckenden Skag da umhauen? Das ist direkt auf den Großen. Direkt auf den Großen. Genau. Musste sich aber erstmal umdrehen. Damit ich auf seinen Kopf zählen kann. Kannst auch durch den Arsch durch. Jetzt ist er hinterm Felsen. Ich glaub's ja nicht. Alter. So, komm hier jetzt du erstmal. Was? Hey, kämpf hier unten. Hallo. Ich stehe hier. Die Taktik ging ja super auf. Nachladen. Wo ist er denn? Bei mir. Halt! Du darfst nicht los. Jetzt gibt's Kloppe. Da rennt er, wa? Komm her! Kriegst du eine Schelle? Bei Spencer Klatsche. So. Was denn hier schon? Es hat ein Schild fallen gelassen. Kannst gerne nehmen. Okay. Ich nehme das Schwert, was in seinem Bein steckt, für meinen Berserker. Komm. Guck mal denn hier hin. Hier liegt was. Ach, das ist. Ja. Da liegt was Blaues. Granatenmod. Longbow-Granaten werden zum Ziel teleportiert, um dort zu explodieren. Das ist ja was für dich. Du kannst dann auf die weiteste Distanz Granaten schmeißen. Das klingt gut. Okay. So, was müssen wir noch? Jetzt haben wir das ja schon, ne? Dann würde ich sagen, geben wir das ab und. Dann haben wir haben in dem Gebiet auch noch eine andere Mission. Wir sollen auch noch diese Dinger einsammeln, die hier rumliegen. Gott, wie kann man denn Missionen? Hier in Sky Gully haben wir sogar noch zwei Missionen. Wer Wind sät, die Klingblumensamen und warum sind sie hier? Da fehlt uns noch ein einziger Datenschreiber. Okay, das heißt, wer Wind sät, sollen wir das als nächstes machen? Genau. Der Datenschreiber, sagen? Hier lag da schon einer. Okay. Ich weiß nicht, ob das für dich zählt, ob der jetzt auch für dich hier verschwunden ist. Ich glaube aber schon. Gut, wer Wind sät, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Oder? Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer für dieses schöne Zusammenspiel. Ito. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.